auf und willkommen zu einer neuen Folge von Kassettenkind. Falls ihr Kassettenkind noch nicht kennt, Kassettenkind ist ein Format, wo ich euch meine Highlights aus meiner Hörspiel-Kassettensammlung vorstellen möchte. In dieser Folge soll es auch mal wieder um ein Kinderbuch gehen, was als Vorlage für dieses Hörspiel oder für diese Hörspielserie gilt. Und zwar ist die Rede von dem kleinen Vampir. Viele von euch werden sicherlich auch die TV-Serie dazu kennen, Mitte der 80er. Aber es soll ja heute um die Hörspielkassetten gehen. Und zwar nicht um die Europa-Reihe. Das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen. Ich habe zwar auch hier ein paar Kassetten aus der Europa-Fassung, aber es soll in erster Linie in dieser Folge um die Karussell-Version gehen. Ich zeige dir hier nochmal hier in die Kamera. Also um diese Version soll es gehen. Nochmal ganz kurz etwas zu der Autorin von Der kleine Vampir. Die Autorin ist Angela Sommer-Bodenburg und sie hatte die Idee, glaube ich, irgendwas in den 70ern. Sie ist Grundschullehrerin gewesen und hat Kurzgeschichten für ihre Schüler geschrieben und dabei ging es halt um einen Vampir und einen Menschenjungen. Und daraus ist dann die Geschichte um den kleinen Vampir entstanden. Bei Karussell sind 6 Folgen erschienen. Vorher gab es noch eine Poly-Version, da gab es nur die ersten 4 Folgen, also eine Folge ist immer ein Buch gewesen. Insgesamt gibt es 20 Bücher, aber wie gesagt, bei Karussell sind nur 6 Folgen erschienen. Ich lege die mal auch ganz kurz hier hin, dass man die einmal sehen kann. Am besten so. Die Reihenfolge stimmt jetzt hier nicht, aber ist ja auch wurscht. Was mich besonders an dieser Hörspielserie fasziniert hat, war, dass der Erzähler dieser Hörspielgeschichten Peter Lustig war. Peter Lustig kennt ihr alle vom Löwenzahn, klar. Und das fand ich ganz gut, dass sie den als Sprecher genommen haben oder als Erzähler genommen haben. Er hat die Sache wirklich ganz gut gemacht und man hatte immer sofort so ein, da kann ich mich noch gut dran erinnern, als Kind sofort dieses typische Gefühl von Geborgenheit, wenn Peter Lustig irgendetwas erzählt. Und das fand ich immer als Kind total klasse. Dann fand ich auch noch sehr gut, dass der, also Rüdiger von Schlotterschein wurde gesprochen von Peter Thom. Und Peter Thom ist zum Beispiel auch die Stimme von Schlaumeier bei Captain Blitz. Und das Lustige ist ja eigentlich, dass der kleine Vampir in der TV-Serie zum Beispiel von einem kleinen Jungen gespielt wurde. Und eigentlich ist er ja auch noch ein Kind, auch wenn er schon, ich sag mal, ein paar hundert Jahre alt ist. Aber hier hat er halt die Stimme von einem Erwachsenen. Das fand ich eigentlich mal ganz lustig, weil es hat so das unterstrichen, dass er auf der einen Seite noch ja, eigentlich ein kleiner Junge ist, auf der anderen Seite aber schon wirklich ein gewisses Alter hat. Und dann fand ich, passte das eigentlich ganz gut, dass er eben anders wie bei der Europa-Serie eben von einem Erwachsenen gesprochen wurde. Die Cast insgesamt, muss ich sagen, fand ich eigentlich ganz gut. Also die bringen das Ganze sehr gut rüber. Ich finde auch die Geschichten unheimlich interessant. Also man muss sagen, es ist natürlich ein Kinderbuch und es sind auch Kinderhörspiele. Der Gruselfaktor ist relativ gering, aber trotzdem sind es ganz schöne Geschichten, die man sich ganz gut anhören kann. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, naja, wie soll ich sagen, dass die Soundkulisse relativ dürftig ist. Also oft sind einfach nur Stimmen zu hören und es fehlen manchmal mir so ein paar Hintergrundgeräusche. Und da muss ich sagen, da hätte man das noch deutlich, deutlich besser machen können. Auch sehr unterhaltsam fand ich eigentlich die Musik. Sie ist sehr kindgerecht, sie ist sehr, sehr nett gemacht. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen und wo man da auch noch ein bisschen mehr hätte machen können. Aber ich muss sagen, insgesamt fand ich es eigentlich so ganz gut. Sie ist auf jeden Fall hörenswert. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die verschiedenen Versionen zu sprechen, die es von Der kleine Vampir gibt. Also angefangen hat das Ganze, ich glaube Anfang der 80er bei Poly. Da gab es die ersten 4 Folgen, also eine Folge ist immer ein Buch. Und später hat dann Karussell das übernommen, also es sind auch die gleichen Stimmen. Und die haben dann das weitergeführt bis eben bis zum Buch 6. Das heißt also, es gibt von Karussell 6 Folgen. Und ich meine auch, dass sie Anfang bis Mitte der 80er, also ich glaube 83 bis 86, wurden diese Folgen hier produziert. Und etwas später, ich muss mal auf den schlauen Zettel gucken, wann das war. Genau, und dann 89 gab es dann eine komplette Neuauflage von Europa. Ich kann euch die auch mal zeigen. Ich tue die mal eben weg. Und dann gab es hier noch mal ein paar Folgen
von Europa. Und ihr seht schon, in der Auflage ist es noch das weiße Cover mit einer anderen Illustration. Komplett neue Sprecher. Hier ist der Erzähler zum Beispiel Hans Petsch und nicht Peter Lustig. Heißt, es ist eine komplett neue Cast und es ist auch komplett neu aufgenommen worden. Und hier muss ich sagen, ich habe leider nicht alle Folgen gehört. Ich besitze auch nicht viele Kassetten von denen. Und sie sind von der Qualität, also ich sag mal so von allem ein bisschen besser, es sind mehr Geräusche und so weiter. Aber ich muss sagen, was mir persönlich nicht so ganz gut gefällt, ist die Rolle von Rüdiger von Schlotterstein. Weil ich kann euch nicht sagen genau, woran es liegt, aber der ist mir einfach nicht ganz so sympathisch. Und man hat nicht so diese Beziehung wie zu dem Rüdiger aus der Karussell-Version. Also mir geht es so. Er ist zwar auch hier, ich sag mal, etwas vorlaut und eigentlich ist er auch kein netter Freund, weil er immer nur an sich denkt. Aber hier kommt noch so eine gewisse, ich sag mal, Arroganz hinzu, wo ich einfach nie so den richtigen Zugang gefunden habe. Das heißt nicht, dass die schlecht ist, sondern es ist einfach nur, mir gefiel einfach hier die, die Karussell-Version einfach ein bisschen besser. Bei Europa ist es so, dass sie erstmal, glaube ich, auch 8 Bücher vertont haben und später haben sie das dann nochmal erweitert auf, ich glaube, 18 Bücher. Das heißt, diese Serie müsste dann 18 Folgen haben. Die Cover wurden später dann, glaube ich, auch übernommen. Das heißt also, es gab einmal die Version mit diesen weißen Covern und später gab es dann auch die Version mit diesen Covern. Ich kann hier nochmal reinzeigen. Also einmal gab es dieses weißen Cover und dann einmal hier wurden die quasi übernommen. Und diese Cover sind, glaube ich, auch auf den Büchern drauf. Dann können wir vielleicht noch einen kleinen Abstecher zu der TV-Serie machen, die sicherlich einige von euch auch als Kind gesehen haben. Ich war damals auch total begeistert, weil ich dieses überhaupt diese Geschichte toll fand, dass irgendwann des Nachts ein Vampir vor dem Kinderzimmerfenster steht und man freundet sich damit dem an. Und das fand ich als Junge damals unheimlich spannend. Und bei der TV-Serie war es auch so, dass die Cast eigentlich ja nicht so richtig geil war. Also ich fand zum Beispiel einen Jungen, der den Anton Bohnsack gespielt hat, gar nicht so richtig gut. Aber da umso besser fand ich halt, der den Rüdiger gespielt hat. Und was natürlich auch mega geil war, dass Gerd Fröbe den Geiermeier gespielt hat. Gerd Fröbe kennt ihr natürlich auch. Für mich einer der besten Rollen natürlich der Räuber Holzenplotz. Bei der TV-Serie gab es 13 Folgen. Die wurde 1985, glaube ich, produziert und es war, glaube ich, eine deutsch-kanadische, britische Produktion. Und es waren alles komplett kanadische Schauspieler, bis auf Gerd Fröbe natürlich. Der hat sich in der Serie auch selbst synchronisiert. Was dann noch zu erzählen wäre, was sich lange, lange Zeit als Gerücht gehalten hat, dass die Rolle des Lumpy Billy Idol gespielt haben soll. Warum das so entstanden ist, weiß ich nicht, aber kann vielleicht an der Frisur gelegen haben. Aber natürlich hat Billy Idol nicht den Lumpy gespielt, sondern es war Jim Gray. Jim Gray hat übrigens auch den Titelsong geschrieben oder gesungen zu der TV-Serie und er war der Leadsänger von der Gruppe Darkroom. Und dieser Jim Gray hat eben den Lumpy halt gespielt. Noch einmal ganz kurz etwas zu den Kinderbüchern. Diese Kinderbücher haben sich, wie ich gelesen habe, über 12 Millionen Mal verkauft, wurden über 30 Sprachen übersetzt. Heißt also, die Bücher waren schon recht erfolgreich. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass damals auch die Hörspielserie, genauso wie die TV-Serie, relativ erfolgreich war. Genaue Zahlen darüber habe ich leider nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich früher mit jemandem gesprochen habe und man hat von dem kleinen Vampir gesprochen, dann kannte eigentlich jeder diese Hörspielserie und hatte mindestens eine Kassette zu Hause und jeder wusste auf jeden Fall, ach, das ist doch die mit Peter Lustig. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Serie, die man sehr gut hören kann und ich höre sie heute auch noch ganz gerne. Und wenn ihr mal Lust habt, hört auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, die Kassetten gibt es auch noch relativ günstig auf dem Gebrauchtmarkt zu kaufen. Also da gibt es keine utopischen Preise von 30, 40 Euro, sondern ich sag mal, ich habe, wie gesagt, ich habe mir jetzt noch eine Kassette, habe ich mir noch nachbestellt und die habe ich, glaube ich, für 3 Euro oder so oder für 2 Euro gekauft. Also auch die Gebrauchpreise sind da relativ günstig. Da kann man sich so eine Sammlung auch nochmal ganz schnell komplettieren.
Dann erzähle ich auch noch mal ganz kurz etwas zu der Cast, also zu den Sprecherrollen bei der Karussellversion. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, dass der Erzähler wird gesprochen von Peter Lustig. Ich muss mir das mal ganz kurz ablesen, weil ich kann den Namen nicht alle merken. Wie gesagt, der Erzähler wird gesprochen von Peter Lustig. Rüdiger wird gesprochen von Peter Thom. Wie gesagt, der Schlaumeier von Captain Blitz. Anton wird gesprochen von Philipp Perry. Ich muss sagen, Sprecher kannte ich vorher nicht und ich habe danach auch nie wieder was von ihm gehört. Anna wird gesprochen von Marianne Prenzl, die ist schon eher bekannt, wenn mir persönlich auch eher als Schauspielerin. Tante Dorothy wird gesprochen von Eva Mondi, Lumpi von Ulrich Hoppe und Geiermeier, leider nicht von Gerd Fröbe, weil der ist mittlerweile verstorben, sondern wird gesprochen von Kai Odemann-Nöhring. Wie gesagt, die Cast macht ihre Sache auf jeden Fall sehr gut. Es macht Spaß, immer denen zuzuhören. Und Lieblingsrolle von mir auf jeden Fall ist Peter Thom als Rüdiger. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von Kassettenkind mit der kleine Vampir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte euch vielleicht etwas Neues erzählen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.